Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Münsterli ist uns besuchen. Er hat angerufen und gemeint, ja los, all meine Halloween-Partys sind abgesagt worden. Dürfte ich für einen kurzen Kaffee vorbeikommen? Ja, genau, bevor er heimfliegt. He? Zudem hat er gemeint, ich soll euch sagen, ich müsst keine Angst haben. Er hat nicht Hunger, er ist am Lächeln. Und falls er Hunger hat, er ist vegan. Ergo, no panic, er macht nichts. Gell, Münsterli? Genau. Also. Damit Münsterli auf Nummer sicher ist, weil wenn man dann mit heißem Wasser da kommt, nicht dass er bam, explodiert, weil jetzt oben muss man den ja noch verschenken, tun wir Münsterli hier auf die Seite. So, dann hat er alles im Blick. Karlsbader Kanne, wie tut man hier vorbereiten? Sehr eine einfache Geschichte. Wir haben ein Wasser, also einen Kaffeeauffangbehälter unten. Der Filter, wo wir den gemahlenen Kaffee rein tun. Und der Wasserverteiler. Weil viele Fitnesszonen dazu sind, habe ich gedacht, tun ich euch ein paar Übungen zeigen, wie man sich hier fit hält. Mit einer manuell betriebenen Kaffeemühle. Kaffee, den wir werden nehmen, ist ein Geisha. Vinto Alegre. Honey Processed von der Fazenda Dutra. Lovely. Mal schauen. Konzentration tue ich etwa 60 Gramm pro Liter. Es ist ein Karlsbader für 250 ml Wasser. Tun wir also 15 Gramm vorlegen. So. Schon der Duft, der jetzt hier vom Päckchen kommt, ist einmalig. Schade, dass man noch keine Geruchsfernseher hat. Und also, sehr einfach. Klappe auf. Bohnen rein. Zumachen. Und dann geht's los. Ihr seht. Können wir ein bisschen üben. Ein bisschen Muskulatur. Und wie man normalerweise auch malt, wie bei den in Wien, wo ich den Kaffeesommelier gemacht habe, Professor Edelberg hat immer gesagt, malen, absitzen, Mühle zwischen Beinen. Und dann könnt ihr auch die Beinmuskulatur ein bisschen trainieren. Dann kommt das Slimli rassig, bis der Kaffee gemahlen ist. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Die Mahlstufe ist eher gröber. Seht ihr? Aber ich sage immer, ihr müsst mal testen, probieren, wie es euch schmeckt. Wenn es als zu stark ist für euch, dann könnt ihr sagen, okay, ein bisschen gröber malen. Dann hat auch Wasser, die Extraktionszeit ein bisschen geringer. So, bald ist es soweit. Stunden später. Wir haben es vielleicht ein bisschen verlernt. Ein bisschen Geduld haben bei der Kaffeezubereitung. Aber es lohnt sich wirklich. Der Duft. Bombe. Und jetzt? Normalerweise könnt ihr auch den Auffangbehälter oder auch den Filter ein bisschen vorwärmen. Ich tue jetzt das nicht gross vorwärmen. Ich habe es eigentlich sogar lieber, wenn der Kaffee gerade kalt wird. Also ein bisschen die Aroma, was ich jetzt doch ein bisschen für mich lieber mag, ein bisschen drinnen bleiben. So, und jetzt müssen wir vorsichtig unser Mahl gut hier einfüllen. Ihr könnt das auch in einen anderen Behälter rein tun, wo es dann für euch ringer geht. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig ist, ich weiss, kann man jetzt nicht gross Montagmorgen machen, wenn man verschlafen hat und Stress hat. Aber so einem Sonntag kann man sich das schon ein bisschen meditativer Kaffeezubereitung schon gönnen. Voilà. Jetzt hole ich noch das Wasser. Wunderbar. Das ist etwa hier in dieser Höhe. Jetzt braucht es nur noch Wasser. Voilà. Und jetzt ganz vorsichtig, peu à peu,
bisschen Wasser rein. Ein bisschen abwarten. Ihr könnt ein bisschen anlüpfen, schauen, wo ist mein Mahlgut. Nicht vergessen, wenn Kaffeemehl Wasser mit Wasser in Kontakt kommt, von der Wiechli an von aufschäumen. Ein bisschen CO2 entweicht und. Und wenn man zu viel Wasser drauf tut, dann kann es sein, dass es eben oben im Wasserverteiler drin ist. Das ist jetzt nicht das Drama, aber es sollte schon lieber nicht das ganze Ding füllen. Oder? Sonst hast du dann, klebt das alles an die Wand und dann hast du nicht die optimale Extraktion. Jetzt ist er etwa schon aufs Doppelte aufgegangen. Ihr könnt das auch noch riechen, wenn die wirklich komplexe Aromen hier entgegenkommen. Ja, und das ist eigentlich alles. Das meditatives Malen, meditative mit Wasser aufgießen. Und dann könnt ihr echt einen wundervollen Kaffee für heute genießen. Und ja. Wenn wir wieder offen haben, könnt ihr dann mal selber die Zubereitung mal bei uns üben. Das wäre auch etwas, was natürlich schön wäre, wenn bald wieder Ruhe einkehrt. So, also, dann wünschen wir einen ganz wunderschönen Tag. Wünschterli, hoppa, passen wir auf, da ist ein bisschen heiß. Lasst grüßen und habt Sorge. Tschüss zusammen.